Hallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen hier zurück zur Family Dynamics Challenge zu Part 28. Und ja, mir ist ein kleiner Fauxpas passiert, wo ich die letzte Folge hochladen wollte, habe ich irgendwie eine völlig falsche Folge hochgeladen. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ja, es tut mir wirklich leid. Ich habe die richtige jetzt noch hochgeladen. Halt ein bisschen verspätet. Ich hab's mega lange nicht gecheckt. Tut mir wirklich leid. Ja, in der letzten Folge, da hat Miguel ja einen neuen Freund gefunden und wir haben sehr an seinem Bestreben gearbeitet. War ja auch nicht wirklich schwierig. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was wir in dieser Folge noch so erleben. Was ich gerade schon gesehen habe, ist, dass die Rechnungen reingekommen sind, weshalb also wir können sie gerade so bezahlen, aber dann haben wir fast kein Geld mehr, weshalb Cory jetzt noch einen Job angenommen hat. Vergessene Frage, wieder einmal ein Test. Miguel ist fast fertig, als er bemerkt, dass er eine Frage ganz oben übersehen hat. Alle seine Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Er will es gerade der Lehrerin sagen, als ihm einfällt, dass er den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Ich weiß nicht, was würde Miguel tun? Ich glaube, er wird es einfach mal abgeben. Miguel füllt die verbleibenden Fragen korrekt aus und hofft das Beste. Die Schule nimmt diese Übungstests sehr ernst, aber was soll ein einziger Test schon aussagen? Leider ist die Lehrerin da komplett anderer Meinung und gibt Miguel den nächsten Monat zusätzliche Arbeiten, damit er den Stoff aufholt. Oh je. Ja, aber ich fand, das passt jetzt besser zu ihm. Ja, auf jeden Fall hat Cory einen neuen Job angenommen. Da chattet er jetzt auch gerade mit dem Kunden. Und zwar ein Produktlogo erstellen, damit wir wieder ein bisschen Geld reinbekommen, wenn wir die Rechnungen bezahlt haben. So, und die Kids, du hast hier noch nicht wirklich fertig gegessen. Mach doch das. Was machen die Jungs? Du müsstest aufs Töpfchen. Aber ich glaube, du kannst noch nicht alleine. Na toll. Dann werden wir, ich glaube, Raoul war's, Cory damit beauftragen, Raoul aufs Töpfchen zu bringen. Er ist nämlich jetzt gerade fertig. Dann sollte das eigentlich noch reichen, bevor sich der kleine Mann in die Windeln macht. Miguel ist mit einem Schulprojekt zurückgekehrt. Das ist wahrscheinlich jetzt die Zusatzaufgabe, denken wir uns jetzt auf jeden Fall, die er machen muss, weil er den Test verhauen hat. Und da ist ja unser Großvater. Sag mal hallo. Witz über seltsame Tiere machen. Jawohl. Sag, ach, wie cool, die umarmen sich zum Hallo sagen. Ist das jetzt, weil sie Familie sind? Ah, ich finde das schön. Unterhalte dich ein bisschen mit deinem Großvater, wenn er schon hier ist. Also irgendwie, alles, was ich anklicke, wird negativ. Oh, jetzt, das war immerhin gut. Das ist aber immer so ein bisschen über Sonne reden, über warme Temperaturen reden. Also so ein bisschen Smalltalk. Ach, kann nicht mehr sprechen. Aber ja, ich würde sagen, du machst jetzt erstmal die Hausaufgaben, mein Guter. Und dann schauen wir, ob wir dieses Schulprojekt anfangen oder nicht. Und du, Cory, du solltest dich jetzt mal darum kümmern, dieses Logo zu erstellen. Es wird nämlich bestimmt wieder ewig dauern, bis die das abnehmen. Deswegen so schnell wie möglich anfangen. Ach cool, dass er jetzt hier im Büro die Hausaufgaben macht. Das ist immer schön. Nicht zumachen, weiterschreiben hier. Wir wollen, dass du die Hausaufgaben machst. Ich weiß zwar nicht, ob Miguel wirklich ein fleißiger Schüler ist oder ob ihm das eigentlich ziemlich egal ist. Er interessiert sich ja schon mehr so für Computerspiele, Computer. Vielleicht noch nicht jetzt unbedingt, aber mit der Zeit auf jeden Fall immer mehr. Das Logo ist fertig. Ich schicke jetzt das gleich mal zur Abnahme.
Und unsere gute Sophia ist zu Hause, aber allerdings tot. Oh, das wurde schon abgenommen? Ach krass, was stand da noch? Das Produktlogo von Curry hatte einen seltsamen, unbeabsichtigten Effekt. Die Konsumenten verspüren eine plötzliche und starke emotionale Bindung an die Marke und loben das Produkt bei anderen Sims in den höchsten Tönen. Der Kunde ist von dieser faszinierenden Entwicklung begeistert und belohnt Curry mit einer Bonusbezahlung. Ah, wie cool. Ja, ich würde sagen, wir zahlen jetzt mal die Rechnung. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genug. Das lohnt sich richtig mit Curry, diese Freelancer-Karriere. Das ist wahnsinnig. Da machen wir richtig gut Geld. Und er ist gelangweilt, weil zusätzliche Hausaufgaben wegen Schulergebnis. Ja, das tut mir leid. Ich glaube, wir lassen die Hausaufgaben jetzt auch. Ihm geht's gar nicht gut. Er muss sich jetzt erstmal ein bisschen um sich kümmern, was essen, aufs Klo gehen, was essen. Ich glaube, er hat mehr als genug von den zusätzlichen Hausaufgaben. Beiden verstehen sich einfach so gut. Er erzählt, er geht immer von sich aus zu Miguel oder Miguel geht zu seinem Papa. Und die beiden erzählen sich einfach, Geschichten mag, ja natürlich, erzählen sich immer irgendwas, das ist so cool. Ich bin so froh, dass die beiden so ein gutes Verhältnis haben. Familienmitglied nachahmen? Nein. Wen würde er denn da nachahmen? Oh, sein Vater war die ganze Zeit hier. Das habe ich irgendwie voll nicht gecheckt. Hochzeitsgeschichte erzählen. Ja, erzähl deinem Sohn mal die Hochzeitsgeschichte nicht. Okay. Er muss jetzt ins Bett. Na gut. Miguel ist aufgewacht und wie ich sehe, muss ich wohl wieder Wäsche waschen. Ja, er muss jetzt aber dringend mal baden. Mir fällt auch ein, wir haben ja die Hausaufgaben dann noch nicht beendet. Aber ich glaube, Miguel ist das auch ziemlich egal. Das stört ihn nicht wirklich. Ihn interessiert die Schule halt auch nicht so wahnsinnig. Er findet das, was ihn interessiert, das lernt er nicht in der Schule. Oder merkt er zumindest immer mehr. Und Curry und Sophia scheinen das halt noch nicht so zu bemerken. Er ist ja auch noch nicht sehr lange in der Schule. Und mal sehen, ob sie da was sagen. Oder ob sie ihn einfach mal machen lassen. Es kommt dann natürlich darauf an, wie die Noten sind. Dann werden sie bestimmt was sagen. Aber mal sehen, wie lange das dauert. Und vielleicht ist er ja dann doch gar kein schlechter Schüler und kann sich da irgendwie so durchmogeln. Wer weiß. Wir kümmern uns viel zu wenig um die Kleinkinder, fällt mir auf. Die machen wir nie was mit denen. Lies doch mal Armando ein Buch vor. Das ist ganz schlimm. Ich mache hier bei dieser Familie so wenig mit den Kleinkindern. Irgendwie, ich meine, mit Miguel hatten wir halt kaum Zeit, weil die beiden Säuglinge waren. Das war echt stressig. Und jetzt hätten wir eigentlich Zeit. Aber wir machen trotzdem nie was. Also ich, es tut mir leid, Leute. Aber sie liest ihm jetzt ein Buch vor, auch wenn ich das ein bisschen mir unbequem vorstelle. So, aber hey, egal. Sie wird schon wissen, was sie tut. Und er scheint es auf jeden Fall zu genießen. Und du bist müde? Was hast du denn? Genug von Klötzchen. Ja, dann schlaf doch mal noch ein bisschen. Denn du bist müde. Und du? Nein, jetzt beschäftige dich doch mit deinem Sohn. Nach Tag fragen. Und dann kannst du ihm noch ein bisschen Sprechen beibringen. Das ein bisschen beschäftigen hier. Das wäre schön. Kann man eigentlich, ja, man kann ja das Baumhaus noch verbessern. Und ich würde mich tatsächlich für die Rutsche entscheiden. Oder kann das ja mal anfangen zumindest und Miguel damit überraschen, wenn er vielleicht nach Hause kommt. Keine Ahnung, ob es bis dahin reicht natürlich. Wir können es ja mal probieren. Es wird wahrscheinlich auch eine Weile dauern. Aber vielleicht können wir
Miguel so überraschen. Im Sportunterricht muss die Klasse von Miguel Runden laufen, viele Runden, um die Ausdauer und das Lungenvolumen auszubauen. Er hat die erste Runde fast geschafft, als er eine Lücke unter der Tribüne sieht, die genau die richtige Größe für eine kleine Pause hat. Wird der Trainer es bemerken, wenn er ein paar Runden aussetzt? Definitiv, Miguel ist nicht sportlich, wird er sich verstecken. Miguel blickt über die Schulter und verschwindet schnell unter der Tribüne, wo er sich ein angenehm schattiges Eckchen hockt. Von dort beobachtet er Kenny, den Jungen, der vor ihm lief. Nachdem Miguel sich einige Minuten ausgeruht hat, beendet er keuchend seine letzte Minute. Der beste Sportunterricht ever. Ja, super. Das wäre schon, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Miguel eher zu faul ist, könnte man sagen, wirklich Sport zu machen. Das ist einfach nicht so sein Ding. Was ich ganz gerne noch machen würde, ich würde gerne wieder ein Gala-Dinner planen. Wir haben ja noch einige vor uns. Ich weiß gar nicht, wie viele. Drei. Wir haben noch drei Gala-Dinner vor uns für die Erfüllung der Challenge. Und ich würde sagen, das planen wir heute. Gala-Dinner. Hallo? Hier, Gala-Abendessen. Okay, wir sind natürlich wie immer der Gastgeber und einladen tun wir Amara. Ich möchte nicht immer die Familie einladen. Wir laden mal Zane auch ein. Und Summer Holiday können wir auch einladen. Ja, ich möchte nicht immer die Familie einladen. Wir kennen noch gar nicht so viele Leute irgendwie. Ich will kurz gucken, wenn Cory auch Gastgeber ist. Kennen wir dann mehr Leute? Nee, okay. Dann müssen wir Cory nicht angeben. Das findet bei uns statt und zwar so um 17 Uhr. Da kann sie noch ein bisschen vorbereiten. Ich würde aber vor allem gerne mal wieder was backen, weil diese Fähigkeit müssen wir auch noch verbessern. Einfache Bagels. So, dann kann sie die mal noch machen. Und die können wir dann ja auch servieren an dem Gala-Dinner, ist ja egal. Wie süß, Armando ist auch dabei und erzählt ein bisschen was. Das ist doch niedlich. Sie hat jetzt Backenfähigkeit Level 4 erreicht, kann jetzt Käsebrot, Sauerteigbrot, Bagels mit Alm und Süßkartoffelkuchen in einer Küche backen. Und an der Törtchenfabrik kann sie jede Menge Törtchen machen. Ja, die Törtchenfabrik, die stellen wir uns natürlich nicht ins Haus. Ja, Cory kommt ganz gut voran. Also ich glaube, das wird tatsächlich heute noch was. Also bevor Miguel nach Hause kommt. Da kann er mit der Rutsche spielen. Ich freue mich sehr. Toller kann eigentlich noch nicht wirklich was machen mit dem Baumhaus. Nee. Ja, wäre jetzt auch überraschend gewesen. Die kommen ja da gar nicht hoch. Wäre ja auch ein bisschen gefährlich. Cory ist fertig und entspannt sich jetzt erstmal auf der Schaukel. Und ich habe keine Ahnung, warum er sich die ganze Zeit darüber beschwert, dass es hier schmutzig ist. Ich will dich erwischen. Dann mach doch mal Putzwahn, weil dann putzt er meistens das, was unordentlich ist. Ich frage mich aber tatsächlich, was denn hier jetzt so schmutzig sein soll hier draußen. Keine Ahnung. Ist es deswegen? Ich weiß es nicht. Hier wird fleißig Töpfchentraining gemacht und Raoul schaut zu. Oder so ähnlich. Er bräuchte ein bisschen Aufmerksamkeit. Weißt du was? Gib ihm mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Sprechen beibringen. Na komm. Und da kommt auch gerade Miguel nach Hause. Ja, Hallöchen. Oh, du, dir geht's gar nicht gut. Du brauchst Spaß und hast Hunger. Also was heißt, geht's gar nicht gut, aber der Spaß hält sich in Grenzen. Also
Die Schule findet er, glaube ich, nicht so toll. Er freut sich aber übers Nickerchen im Sportunterricht. Wir könnten Miguel Fahrradfahren beibringen. Das wäre doch was. Oh, bitte. Ich möchte das mal sehen, wie die den Kids Fahrradfahren beibringen. Geht er jetzt mit Miguel mit oder was macht er jetzt? Ah ja, jetzt. Hat er das Fahrrad hier platziert? Oh, wie cool, Miguel lernt Fahrrad fahren. Oh, ich freue mich so. Ah, direkt in die Büsche. Na toll. Super, Miguel. Das sieht doch nicht schlecht aus. Und er erklärt ihm das irgendwie, oder wie? Ich brauche davon unbedingt ein Foto. Na, so sicher sieht er sich aber nicht aus. Er ist, glaube ich, nicht ganz überzeugt von der Sache. Ah, ich finde das so cool. Das Pack hat so viele tolle Sachen mitgebracht. Ja, das Gala-Dinner soll trotzdem starten. Getränke zubereiten, das können wir leider nicht. Aber wir können die Leute zum Essen rufen. Wir haben ja da ein bisschen was vorbereitet. Ich habe sie noch kochen lassen. Dann können wir zum Essen rufen. Ja, und die beiden fahren hier ein bisschen Fahrrad. Ach, wie cool. Ich frage mich, wie lange es geht, bis er dann tatsächlich aufsteigt, richtig. Also, dass er mit den Pedalen Gas gibt. Nein, jetzt warte doch. Du musst deinem Sohn hier noch weiter das Fahrradfahren beibringen. Oh, jetzt ist er davon. Na gut. Aber cool. Finde ich super. Hat Spaß gemacht. Ja, wir haben auch schon wieder Gold. Ich finde das immer schade, dass es eigentlich reicht, das Hauptziel. Was machst du jetzt? Ich glaube nicht. Warum kocht jetzt Cory? Nee, du kochst nicht. Du musst nix kochen hier. Das ist, Sophias Aufgabe. Ja, wie gesagt, ich find's halt immer ein bisschen schade, dass das ausreicht, irgendwie das Hauptziel zu erfüllen. Aber gut, egal. Wir können uns jetzt zumindest trotzdem mit den Leuten unterhalten. Sie unterhält sich jetzt hier einfach ein bisschen mit ihren Gästen und redet ein bisschen mit allen, weil sie hat irgendwie auch nicht so eine gute Freundschaftsleiste mit den Leuten hier. Und ich hoffe, wir können das ein bisschen verbessern, dass sie sich mit ihren Freunden ein bisschen besser versteht. Das wäre doch ganz schön. Ja, damit können wir auf jeden Fall ein weiteres Gala-Dinner einfach so abhaken. Das heißt, wir brauchen nur noch zwei. Ich weiß nicht, die mache ich, glaube ich, ohne euch. Ich meine, das ist immer dasselbe. Sie lädt Gäste ein, die essen was und dann sind alle happy. Dann haben wir es erfüllt. Das werde ich dann noch so nebenbei irgendwie erledigen. Dann fehlt jetzt tatsächlich nur noch die Backfähigkeit, die wir erreichen müssen. Und was halt immer noch die Frage ist, ob wir mal ein Restaurant eröffnen sollen. Ja, Rufus bellt hier durch die Runde und Miguel fährt jetzt Fahrrad in der Wohnung. Weiß ich nicht so recht. Mach doch das, wenn du gerne üben willst. Hier draußen. Oh Mann, ein bisschen lustig ist es schon, dass sie das auch im Haus können. Aber weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Es ist cool, dass es ihm so Spaß macht. Hallo, Miranda. Aber, ja, Fahrradfahren üben. Ja, üb du mal weiter. Aber bitte hier draußen. Im Haus einfach Fahrrad fahren. Ich glaub's ja nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt übt er hier wieder fleißig, auch ohne den Papa. Ich find's aber mega cool, dass die das den Kids beibringen können.
Wäre natürlich cool, wenn sie die irgendwie noch so anschieben würden oder sonst irgendwas. Aber ich finde es auch schon so mega cute, einfach, dass die Kids jetzt auch Fahrrad fahren können. Und das aber auch erst lernen müssen. Ich bin ja gespannt, wie lang das geht. Also ich denke, es hängt mit der Motorikfähigkeit zusammen. Ab wann er dann richtig Fahrrad fährt. Wir haben jetzt aber trotzdem nicht einiges erfüllt von den Zielen. Da bin ich ganz froh. Und Miguel hat übrigens die Rutsche ja noch gar nicht gesehen. Fällt mir gerade ein. Kann er denn jetzt rutschen? Weiß ich nicht, nicht wirklich. Und hier spielen alle Basketball. Das scheint die Sims schon immer sehr zu reizen, wenn es irgendwo einen Basketballkorb hat. Ja gut, unsere Sims sind alle ganz doll müde und je nachdem auch noch hungrig. Ich schicke jetzt alle ins Bett und dann würde ich tatsächlich die Folge auch hier an dieser Stelle wieder beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!